Moin, moin, meine lieben Trucker-Freunde. Ja, willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Wer die letzte Folge gesehen hat, war jetzt wahrscheinlich in irgendeiner Erwartungshaltung auf einem Rasthof zu sein und auf einen großen Parkplatz zu schauen. Auf einem Rasthof sind wir. Wie ihr seht, unschwer zu erkennen. Wir können da schon mal los. Aber nicht mehr in Geiselwind. Es ist auch nicht mehr Mittwoch. Es ist der darauffolgende Montag. Ja, und wir sind, wie gesagt, nicht mehr in Geiselwind, sondern wir sind kurz vor Rostock. Ihr wisst ja, wir waren unterwegs von Geiselwind nach Rotterdam. Dort wollte ich das Wochenende verbringen. Ich wollte ein bisschen was organisieren. Ich sollte ja mit Beginn dieser Woche in Rostock sein. Das schaffen wir auch. Ja, nun wird sich der eine oder andere fragen, ja, pff, und schön, was ist mit Geiselwind und überhaupt und wieso und was machst du da für einen Mist? Ja, es hat ein Update gegeben von SCS, vermutlich wegen des Arctros oder vielmehr wegen des Mercedes-Benz Tuning Packs, vermute ich einfach mal. Und das war wahrscheinlich so gravierend, dass ich gleich umgesetzt wurde. Und dann alles wieder zurückzumachen, da hatte ich dann auch keine Lust drauf. Und so habe ich das storytechnisch eben verbunden. Dann sind wir eben schon ein bisschen weiter. Ist ja auch nicht schlimm. Oh, ich glaube. Das ist ja auch nicht schlimm. Da hinten steht schon dran Rostock. Wir sind auf der Raststätte Fuchsberg. Und ich will die Chance gleich nutzen, ein Screeny zu machen. So, ich war da drüben, hab mir Kaffee geholt. Und wir gucken noch mal rum. Ich habe noch keine Abfahrtskontrolle gemacht. So. Langen wir mal rein. Gut. Wie ich sagen, gucken wir mal rum. Sieht alles gut aus. Oh, kommt hier nichts zu. Lichter gehen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber das ist halt so. Alles okay, kein Problem. Das Leben geht weiter, neue Tour, neues Glück. Was machen unsere Reifen hier? Oh, kann man auch mal gegenhauen. Ja. Achso. Lass uns hier an dem Burschen ein bisschen zuppeln. Jupp. Passt. So, dann würde ich sagen, heute Hü. Ihr seht, es ist kurz nach 8. Wir haben noch 50 Kilometer. Licht kann aus. Ja, dann, liebe Leute, würde ich sagen, auf geht's. Achso, Köpfchen. Das Köpfchen wollen wir auch noch bewegen.
Ja, ich habe eine Tour bekommen. Eine Tour bekommen nach Rostock. Das passt natürlich auch ganz gut in diesem ganzen Kuddelmuddel. Zwei Leercontainer, mal wieder. Aber ist auch egal, wir brauchen nicht so viel Sprit. Ja, und dann schaffen wir es tatsächlich gegen Mittag dann für unser Projekt diese Woche bereit zu stehen. Ja, ich musste ein bisschen umswitchen. Es stand zur Debatte, das, was wir jetzt machen, diese Woche, oder zurück nach Salzburg. Nehmen die Ausfahrt rechts. Aber nach Salzburg, die Idee, die ich hatte, dass der Fahrer, der den Volvo bekommt, mit seinem DAF nach Salzburg fährt und das dort durchtauscht und vielleicht das Containerchassis mit, geht natürlich nicht. Wäre zu einfach. Hat DAF gesagt, nee, wollen sie nicht. Der DAF, der abgegeben werden muss aus meiner Flotte, der muss auch in Holland bleiben. Na gut, dann ist das so. Ich wollte auch nicht rumdiskutieren. Die haben schon, die lassen mir schon ordentlich Luft, die Burschen. Und er hat gesagt, ja, ist okay, ich lasse mir was anderes einfallen. Und ich habe mit Hermi gesprochen, ist alles okay soweit. Will er selbst oder er lässt es einen machen, das weiß ich noch nicht, aber dass der Volvo da wegkommt. Weil der Verkäufer will den noch loswerden. Und dann rechts abbiegen. Organisiert Hermi, dass der zu ihm zur Garage kommt. Und dann werden wir sehen, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit werde ich nächste Woche dann zu Hermi runterdüsen. Wie, weiß ich noch nicht genau. Mal gucken. Ich habe da so eine Idee, aber ob das alles klappt, weiß ich noch nicht. Weil mit dem LKW macht ja wenig Sinn. Dann muss ich ja irgendwie anders da runterkommen. Naja, wir werden mal sehen. Ja, wie gesagt, wir werden mal sehen, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, wo sind sie denn hier? Demnächst links abbiegen. Schnulle machen wir. Oh, schicke Auflieger. Biege nach links ab. Hier endet es. Dann. Ich werde mich mal hier hinstellen. Und dann gehe ich mal fragen, wo wir hin sollen. So, da war doch eben so ein Typ. Den werde ich mal fragen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. So, Attacke. Typ hat gesagt, so hinstellen, dass die gleich mit dem... Ach,
Container da hinten rankommen. Mit dem Containerstapler. Oder werde ich mich mal so hinstellen? Nee, warte mal. Das ist ja Quatsch, dann kann der gleich... So, es macht viel mehr Sinn, ne? Gut, dann... werde ich mal die Container-Knackenlose machen. Und dann sehen wir uns Leerchassis gleich wieder. Bis gleich, Leute. Okay, alles klar, danke. Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao, danke. So. Büchsen sind wir los. Wieder runtergenommen. Und ich habe von ihm noch die Zettelage bekommen. Weil hier ist noch keiner so richtig im Büro. Ja. Dann würde ich sagen. So, jetzt müssen wir mal telefonieren. Weil wir wissen ja noch gar nicht. Es klingelt. Schon mal gut. Ja, schönen guten Morgen. Chris Binfort hier. Ja, grüß dich, ne? Ja, wie besprochen, ich stehe in Rostock. Ich habe zwei Leercontainer abgegeben. Ich bin jetzt mit meinem Chassis hier. So, nur erzähl mal, wo soll ich hinkommen? Mhm, okay. Kann ich da mein Chassis auch stehen lassen? Okay. Bist du dann auch da? Ah ja, okay. Du machst dich dann auf den Weg. Okay. Das ist kein Problem. Aber wie spät haben wir das jetzt? Es ist jetzt 8:30. Naja, keine Ahnung. Spät ist 9:00, werde ich wohl da sein, ne? Hafen. Wo ist das Hafen? Ja. Ja, okay. Alles klar. Machen wir so, ne? Guti. Dann bis gleich. Ciao, ciao. Ja, das war mein... guter Bekannter, der Herr Fuhrmann. Und muss ich erst mal gucken. Ne? Wir sollen zum Hafen. Okay. Hafen sollen wir kommen. Und da sagt er, kann ich das Chassis abstellen? Zeit. Dann kriegen wir aber das... Naja, wir fahren jetzt mal zum Hafen. Das Silo kriegen wir dann aber woanders. Ach, was ein Kuddelmuddel schon. Lass uns loslegen. Ja, Rede, machen wir. So, hotte Hü. Ciao. Biege nach links ab. Das machen wir. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Ich muss ja auch noch eine Einweisung bekommen, dass alles so laufen soll. Oh, hier, guck hier. Immer geradeaus. Hier stehen sie. Vielleicht kriege ich eine, ich weiß gar nicht, wo das ist. Vielleicht ist das hier auch eine. So, um nicht zu schnell fahren.
wie gesagt, diese Woche helfe ich hier aus. Völlig anderes Business. Und dann geht es irgendwie nach jetziger Planung. Meiner einer wird sein nächste Woche zu Hermi. Bis dahin ist das Containerchassis wieder da. Boah, mal gucken. Wahrscheinlich werde ich selber machen. Ich meine, ich habe mit Hermi ein schönes Programm gemacht. Als wir da waren, wir haben ja die Burg angeguckt und aber Salzburg, ich bin gerne in Salzburg, muss ich sagen. Oh, was ist hier los? So, diese Hakler, die so ab und an mal kommen, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, ganz anderes Thema jetzt, für die, die auch fahren und immer wieder Ruckler haben. Es ist, ich gebe das einfach nur so weiter, ich habe das nicht verifiziert, warum auch, das ist ja im Forum steht das alles drin. Also diese Ruckler kommen entgegen der Annahme, dass es die Promods ist, eben nicht von der Promods. Mit großer Wahrscheinlichkeit, nee, man kann sagen, und sie kommen auch nicht von den Jessicat Mods, sondern das Ganze hängt mit dem Ownable Trailer System von SCS zusammen. Also es hat da jemand im SCS-Forum, ich weiß jetzt nicht wer, Messungen durchgeführt und es ist tatsächlich ein Problem mit dem ganzen Ownable Trailer System von SCS, wie es man nennt. Und Tom hat sich dieser Sache angenommen und hat das selber probiert und verifiziert, weil er es wissen wollte und hat das im Grunde bestätigt. Also diese Ruckler kommt tatsächlich dann nicht von der ProMods, sondern vom Ownable Trailer System. Also wenn der Rostocker Hafen mal so groß wäre. Übrigens im realen vor, was sind es jetzt, 200 Wochen gefahren. Ab nach Dänemark. Ah ja, okay. Wie wird es dann wohl sein? Telefonieren. Ja, Michael, ich bin's. Ich bin jetzt am Hafen. Wo soll ich mich denn da hinstellen? Da rechts. Wenn man drauf fährt, gleich rechts. Alles klar. Ja, da stehen schon zwei. Und da kann ich das Chassis die Woche stehen lassen? Ach, das klärst du. Ach, das klärst du jetzt? Na, ach so, das hast du geklärt. Alles klar. Und das nimmt mir auch, holt mir auch keiner weg hier? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Ach, du hast so einen Diebstahl. Ja, alles klar, okay.
Und das ist auch bewacht hier? Ja, alles klar. Okay, Goodie. Dann bis gleich. Ciao, ciao. Gut. Wo sind wir denn? Muss mal Pause machen hier. So, aus... Hallo? Wir wollen raus aus der Grundstube. Ja, dann lassen wir den Kiste hier stehen. Bewacht soll es sein, soll also nicht passieren. Er lässt aber noch so eine Diebstahlsicherung anbringen. Naja, gut, das ist ja was. So. Abigalobby. Ab sind wir. Nachricht. Ah, alles klar. Gut. Dann wissen wir jetzt auch, wo wir hin müssen. Lass uns mal gucken. Da sollen wir hin. Fahrt vorsichtig. Hallo? Ich fahre immer vorsichtig. Tschüss, Chassis. Bis Freitag oder so. Mal gucken. Neu berechnen. Was? Gretel. Was ein Gezottel. 9:30 schon. Aber jetzt brauche ich noch so eine Einweisung auf dieses ganze System. Ich will mal ein bisschen Geld verdienen die Woche. Oh. Oh. Oh, ein bisschen Chanel unterwegs. Oh, hier sind 50. Aber Glück gehabt, dass es hier kein... Oh, hier die Petrikirche. Da habe ich ja so auf der Promotz von hier aus noch gar nicht gesehen. Biege nach links ab. Jetzt hat er es. Eigene Schuld. Aber deswegen verändern wir die Bremsen auch nicht. Ihr seht ja, das verleitet nur. Wir haben's ja, wir haben's ja. Könnte man hier drin auch mal ein bisschen noch mal was ausstaffieren? Oh, was ist los? Danke. So sind sie die Rostocker, immer nett und zuvorkommend.
ne? Erinnert mich an Italien. Es gibt einen großen Güter. Oh, schon wieder die Rennerei. Es gibt einen großen Güterbahnhofskomplex, aber der ist von der Location nicht ganz so. Naja, aber der Wille zählt. Auch die Hochhaussiedlung gibt es auch. Sanitz. Nehmen die Ausfahrt rechts. Stand schon wieder Polizei. TMS oder was? Oh, 10:30 schon. Ich breche ab, ey. Ey. Oh. Oh. Also die Bremse doch ganz schön fesch eingestellt. Der Bullen davon. Also es gibt's doch gar nicht. Oh, hier waren wir doch vorhin. Biege nach rechts ab. Demnächst links ab. So, jetzt hier. Rennleitung mal anditschen. Also kriegst du einen halben Tag auch, um hier mit rumgurken. So, hier soll's sein. Das war eine schöne Fahrt. Das ist schön, wenn du das sagst. So, Freunde. Dann hirsch ich hier mal ins Büro. Und dann sehen wir uns hoffentlich aufgesattelt. Gibt es hier irgendwas zu gucken? Nehmen wir uns hoffentlich aufgesattelt gleich wieder. Bis gleich, Leute. So, Leute, da sind wir wieder. Es ist mittlerweile, was haben wir denn? 14:02 Uhr. Mir brennt der Schädel. Nee, das ist verkehrt, aber da muss man schon echt ein bisschen aufpassen. Und ja, ich habe die
Einweisung hier bekommen. Naja, wir haben natürlich auch nicht hier strammes Programm. Wir haben auch noch ein bisschen erzählt und sappel. Und wie das denn so ist, lass uns mal gucken. Ah, jetzt ist es schon passiert. Da. Unser Programm für diese Woche. Da müssen wir gleich mal hier. Screenie. So, rumgucken brauchen wir nicht mehr. Das habe ich vorhin alles beim Aufsatteln schon gemacht. Ja, Silo-Woche. Geht los am Nachmittag. Mal gucken. Er hat mich auch schon gleich gefragt, ob ich 2 Wochen könnte. Ich so. Ja, das weiß ich alles noch nicht, weil da habe ich ihm erzählt. Los. Was mit dem Volvo, das ganze Theater und so weiter. Ja, mal gucken, wie sich die Lage so ändert. Wir haben auch schon eine Tour. Und wie es gesagt wurde, geht es tatsächlich nach Skandinavien, nach Finnland. Düngemittel drauf. Ich habe immer gedacht, der fährt nur Kreide, aber der fährt alles mit dem Ding. Weil das Hauptaugenmerk von dieser Firma ist, alles was mit Kreide und so Kram zu tun hat. Aber jetzt gibt es eben Düngemittel dafür. So, die Kohle, die ich hier einfahre, kann ich fast behalten. Ein kleines bisschen muss ich abgeben. So eine Aufwandsgebühr. Habe ich gesagt, ja komm, machen wir. Das ist ja auch sein Aufleger, die Abnutzung und so weiter. Trudeau, da müssen wir hin. Biege nach rechts ab. Da frage ich mich hier schon wieder hier, wenn ich. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Führung ist damit abgeschlossen. Wie wollen die hier so ein Silo befüllen? Aber gut, vieles muss man nicht verstehen. Route gucken wir uns hier nochmal an. Ist geradezu, da geht's hin. Schwer werden wir auch sein, 25 Tonnen. Sag mal. Treffen wir heute schon wieder keinen Scheunentor hier. Was ist hier los? Ja, wie sie es auch immer. Na. Wie sie es auch immer reinfüllen. I don't know. Soll aber auch nicht unser Problem sein. So, ich hirsch dann hier mal rein. Ach, warte mal. Bevor die mir hier die Karre vollhauen, machen wir gleich mal die Achsen runter.
Goodie. Dann hirsche ich hier mal rein. Was die Papierlage sagt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, geladen, gesichert. Wir haben das hier mit so einem Schlauchsystem rausgeführt. Wir werden mal anschmeißen. Ich will noch mal rumgucken. Okay, wir fahren los. Ja, los, Grete, los, fahren wir noch nicht. Ja, sieht alles gut aus. Aber es ist hier ziemlich komplex mit Anschließen und was weiß ich für ein Tralala. Wir hatten hier so einen Schlauch rausgeführt hier. Ach, wie das auch immer so geht in solchen Lagern. Keine Ahnung, ob das alles so sein darf. Interessiert mich nicht. So, Freunde der Sonne. Gut, dann, was wollen wir? 71 Stunden haben wir Zeit. Erstmal aufschreiben. So, wir fahren. Oder ist der... Aha. Kers... Düngemittel. So, das sollen sein 4516 brutto. Okay. Dann nicht lang schnacken. Wir gucken nochmal schnell in die Karte. Rostock ist klar. Fähre Geza. Wir donnern durch Schweden. Hier Kopenhagen geht's über die Brücke. Helsingborg. Im Realen würde ich hier eine Fähre von Helsingör nach Helsingborg gehen, aber gut, das ist so. Jönköping, Linköping. Ihr seht, was los ist. Hier nochmal Fähre. Oh, was fahren wir fern? Und dann geht's ab durch Finnland. Yeah. Ja, Freunde. Wir haben 71 Stunden Zeit. Was sagt denn das Navi? 31 Stunden. Naja. Wird sich wohl alles wieder knapp ausgehen mit Pennen und. Naja, aber Fähre können wir ja auch ein bisschen pennen. Oh, wir sind nach längerer Zeit mal wieder schwer. Ich merke es. So, jetzt fahren wir wieder dahin zurück, wo wir heute schon einmal waren. Zweimal waren. Einmal waren. Biege nach rechts ab. Fähre nehmen. Immer geradeaus. Ja, wie spät haben wir es? Halb vier. Halb vier. Von heute Morgen geklärt. Nichts auf dem Zettel. Naja. Was macht man nicht alles? Anderen aus der Patsche zu helfen. Hauptsache, zahlt sie nochmal aus. So, ich habe gerade festgestellt, ihr wart auch schon länger nicht mit dabei. Dann ab jetzt. Wir nehmen rechts ab.
ziehen. Wir waren ja die letzten Tage und Wochen auch ziemlich verwöhnt. Leichte Touren, Leertouren. Ja, die Tour werde ich natürlich storytechnisch unterteilen, ist klar. Kriegst ja schon, wir haben schon fast, ich muss gleich mal gucken, wenn wir auf der Fähre sind. Ich habe ja schon fast mit dem ganzen Nahverkehrsgepuschel, hier habe ich beinahe gesagt, Gepuschel. Haben wir schon fast eine Folge zusammengekriegt hier. Jetzt habe ich... Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, machen wir. Demnächst links abbiegen. Oh. Na, manchmal Hühner, Korn, blind, ihr wisst, was ich meine. Links halten und dann links ab. Biege nach links ab. Ich glaube, ich muss mal so einen Traffic-Mod reinnehmen hier. Mal ausprobieren. Hier ist so wenig los. Oder ich muss die Density ein bisschen höher setzen. Mal gucken. Demnächst rechts abbiegen. Aber dadurch, dass es jetzt, dass, wenn es dann ruckelt, nicht an Jazzycat seinen Mods liegt, weil das war einer der Gründe, warum ich die rausgenommen habe, dann kann ich die eigentlich auch wieder reinnehmen. Ganzen EDF-Gespanne und. So, wie ihr seht, ist unser Trailer weg. Ich bin ja gesagt, unser Chassis. Ich finde eine neue Route. Aber das haben sie weggeholt hier. Das haben sie wohl alles hingestellt. Das hatte mir der Micha Fuhrmann noch erzählt. Er hat einen Anruf gekriegt. So, was bringt uns in Karlskrona? Irgendwas? Tja. Bock. Warte mal. Wie ist denn die Route hier? Soll ich über Trelleborg, über Geetze fahren, wenn ich auch nach Trelleborg kann? Fahre ich mir diesen ganzen. Ich habe 70 Stunden Zeit. Ich kann jetzt Pause machen, wenn ich nach Trelleborg fahre. Warte mal. Das ist ja totaler Humbug hier. Geetze sind 1,45. 6 Stunden sind Trelleborg. Muss hier lang zotteln. Da fahren wir noch nach Trelleborg. Machen jetzt Pause. Dann kommen wir zwar in der Nacht an, aber dann sind wir ausgeruht. Oder Karlskrona? Wo ist Karlskrona? Karlskrona wäre ja noch besser. 10 Stunden.
Nee, Karlskrona. Man hier. Da spare ich ja eigentlich Sprit. 10 Stunden sind wir unterwegs. 70 Stunden. Ah. Da machen wir unsere schöne Juckeltour auf dem Wasser. Dann sparen wir uns nämlich hier die Mautgebühr, den Sprit. Hier weiter wird. Ach, auf geht's, Freunde. Auf geht's. Fähre ist angesagt. So, Freunde, ihr seht, es ist 10 vor 3. Sollten wir vielleicht ein bisschen Licht anmachen. Wir sind in Karlskrona angekommen. Biege nach rechts ab. Ausgeruht. Der Tag beginnt. Ich würde aber hier, bevor wir hier die Skandinavien-Runde antreten, beziehungsweise hier durch Schweden rüber nach Finnland fahren, würde ich hier die Folge beenden. Und dann würden wir in der nächsten Folge im Grunde Wartet mal. Hier irgendwo mal. Hier, genau. So. Wir machen hier einen Break. Die Folge ist hier erstmal vorbei. Zeitlich kommt das einigermaßen hin, glaube ich. Ich würde ganz gern die Skandinavien-Strecke in der neuen Folge machen. Euch dann natürlich wieder mitnehmen, logischerweise. Wir starten, so nicht wieder ein Update kommt und irgendwas Neues ist und irgendwas anderes ist. Starten wir eigentlich wieder hier an dieser Stelle. Das heißt, die nächste Folge sollte hier eigentlich mit unserer Abfahrt weitergehen. Wenn nichts. Oh, hier sind 7 Grad sind hier nur. 7 Grad. Wenn nicht irgendwas Unvorhergesehenes kommt. Im Real nehme ich's, mache ich jetzt auch erstmal einen Break. Jetzt ist auch erstmal Schluss. Okay, genug gesabbelt. Ich sage danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. War mal etwas anderes. Nicht das übliche Juchtel und Gefahre. Hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und es hat euch gefallen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Fahr weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir starten demnächst wieder hier. An dieser Stelle hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Chris.